So, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Pause ist vorbei. Bedeutet, wir gucken jetzt mal. Wo wir hier weiterkommen. Da vorne liegt ein Item. Aha. Sehr gut. Hätten wir das auch schon mal. Bin ich hier schon mal gewesen? Oh Gott, ein Foggate. Und Ritter. Ich habe das Gefühl, hier können wir gleich dieses Tor irgendwo öffnen, wo wir bisher nicht hingekommen sind. Du hast eine ganz schön stylische Waffe in der Hand. Das war ein Fehler. Stulpen. Oh nee, nicht so einer wieder. Die sind garstig. Gewesen. Da ist das Item, was wir vorhin gesehen haben. Aber bevor ich jetzt da runter gehe, schauen wir erstmal, dass wir hier irgendwie uns den Weg öffnen. Denn immerhin ist das ein Souls-Spiel und es wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht irgendwo diese Abkürzung aufmachen könnten. Kann man von hier noch irgendwas... Ich dachte gerade, dass ich gucke hier in so ein Universum, aber es war einfach nur Glitzer auf Schnee. Ist das nicht irgendwo hier unten? Ja, das ist. Das sieht gut aus. So, wie wir wissen, genau, habe ich hier mal zwei getötet durch dieses Gitter. Das waren die beiden, ne? Eine Glut. So. Jetzt haben wir den Shortcut offen. Und wenn ich mich nicht täusche, müssen wir hier um die Ecke. Das sieht sehr gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Das sieht hervorragend gut aus. Seelen in Sicherheit bringen. Schwupp. Schwuppdiwupp. Großer Seelenfall. Da ist die Tante. Juhu. Ich möchte aufsteigen. Ja, und zwar möchte ich noch mehr Leben haben. Oder noch mehr Schaden. Boah, das steigt ganz schön krass an mit dem Schaden. Muss man mal sagen. Aber ich glaube, ich gehe auf mehr Leben. Ich mag glatte Zahlen. Beim Glauben da unten mache ich mal eine Ausnahme, denn da nehme ich nur wirklich das Nötigste. Okay. So, Reisen. Kirche von Joschka. Von Joschka Fischer. Kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Joschka Fischer. Das war mal so ein Grüner. Ein guter. Ein guter Grüner. So. Jetzt wird's spannend. Nee, das machen wir noch nicht. Ich wollte gerade mich mit einer Glut pimpen, aber ich mache jetzt noch eine kleine Sonderreise, und weil ich nicht weiß, wie das enden wird. Und zwar holen wir jetzt uns noch das Item. Bin ich hier richtig? Ja. Ja, ihr könnt mich mal. Und ihr könnt mich auch mal. Ja, ich weiß, es tut ganz schön weh.
Ja, genau da wollte ich hin. Danke fürs Gespräch. Das sieht nicht gut aus. Ring des Erstgeborenen. Alter Schwede. Das sieht überhaupt nicht gut aus hier. Haha, leck mich fett. Vier Geister, das sind wie die Ringgeister hier versammelt. Ach, da oben ist das Item, was wir uns noch holen können. Okay. 2500 Seelen. Pff, am Arsch. So, wir holen jetzt noch das andere Item. Aber das wird wahrscheinlich wieder nur eine Titanitscherbe sein oder irgend so ein Späßchen. Das war... Das war da unten, dann können wir auch da unten lang gehen. Ich provoziere jetzt mal meinen Tod, also ich werde jetzt sehr wahrscheinlich sterben, das ist aber egal. Alter, die lassen mich nicht durch. Magie-Klauen-Ring. Kriegt das nicht weggedrückt? Ach, da seid ihr ja. Ja, mach mich mal tot. Genau. Da gebe ich mir auch erst gar keine Mühe. Genauso war das auch geplant. Und dann schauen wir mal, was ein Magie-Klauen-Ring ist. Ich schätze mal, der macht mehr Magie-Bums. Rums die Bums. Erhöht magische Angriffe auf Kosten der Schadensminderung. Alles klar. So, dann wollen wir einen Boss, von dem ich nicht weiß, was er macht. Wir wollen mehr Seelen, wir wollen das, wir wollen mehr Ausdauer und wir wollen... Ich weiß gar nicht, ob das so notwendig ist hier. Wir wollen mehr Leben. Das lohnt sich mittlerweile. Guckt mal, das sind 58 mehr Leben. Anstatt mehr Leben regenerieren, mehr Leben haben. Jo. Wobei, guckt mal da oben. Ich meine, das ist nur so ein Fitzel, ne? Mehr Leben regenerieren. Was soll der Quatsch? So. Moment mal. Haha! Jetzt muss ich hier leider nochmal weg. Tut mir leid. Ja, ich weiß. Boss und so. Aber ich will meine Waffe nochmal upgraden, falls das gehen sollte. Eigentlich müssten wir jetzt genug von dem Scheren Titanit haben. Zumindest hoffe ich das. Und dann plöppe ich einfach so eine Seelenbatterie und dann passt das. Juhu! Waffe verstärken. Oh, da haben wir. So. So ein Ding. 3000. Das ist ganz, übrigens ganz schön viel. Waffe verstärken. Ja, mach mal auf 6. Titanitbrocken. 2 Stück, okay. Dann machen wir noch mehr Schaden. Titanitbrocken. Ich möchte die Schattenasche hergeben. Gracious. Passing fine. Let this. I only hope these. So, was hast du jetzt neu? Was ist das denn? Stellt FP vollständig wieder her. Okay, hat's aber auch nur einen von. Toxifiziert Feind. Wirkt auch auf Nutzer. Okay. Fügt Waffe der rechten Hand Blitz hinzu. Kostet ein Tausender. Ja, das nehmen wir mal für den Boss. Gifteffekt. Ja. Hat die bessere Steine im Angebot? Nee, ne? Irgendwie nicht. Ich dachte, die hätte mal Steine verkauft, aber nur die kleinen. Ashen One. Ach so, Moment mal. Entschuldige bitte. Ich wollte dich nicht so unhöflich unterbrechen. Wir nehmen noch
Einmal Feuer. Ja, die restlichen Seelen sind egal. Ich möchte reisen dahin. So, und jetzt gucken wir mal, was da für ein Boss ist. Ich bin super gespannt. Super gespannt. Ich bin übrigens sehr stolz auf die Waffe, die wir hier mittlerweile zusammen gefarmt haben. Also die Flamberge auf plus, was ist das, 7? Die macht schon, die hat schon echt ordentlich Druck. Gefällt mir sehr gut. It's nice. So, du kannst mich mal am Böter. Hohepriester Sullivan. Wie geht denn das nochmal? Ach, das Fernglas habe ich irgendwie gar nicht mehr dabei, oder? Ist das nicht ein Item? Okay. Der sieht aus wie ich. Das ist so ein einer, der mit zwei Waffen hantiert. Das finde ich nicht so geil. Aber er scheint alleine zu sein. Das ist auch immer schon mal ein wichtiger Aspekt. So. Nein, Quatsch. Ich will das nicht. Ich möchte dahin. Alter, das ist ein Lebensbalken. Und trotzdem habe ich ein bisschen das Gefühl, dass der Typ uns gleich verhauen wird. So, Kollege. Lass krachen, Amigo. Uiuiui, Tiffy. Schaden ist okay. Also sowohl von ihm als auch von uns. Boah, Backswing, leck mich fett, ey. Shit. Ja. Ich habe ein wenig mit sowas gerechnet. Okay. Okay. Nächster Plan. Wir gucken, ob wir jemanden beschwören können. Ich weiß, sollte man nicht machen im zweiten Versuch. Ich mach's trotzdem. Denn der scheint mir doch ganz schön garstig zu sein. Achso, Moment mal. Der hat, was hat der gemacht? Feuer und Dunkel. Feuer und Dunkel. Also die Krone ist da schon mal gar nicht schlecht. Das Ding ist sehr gut. Das ist noch besser, aber da kriegt man auch richtig auf den Sack mit.
Ja, diese ganzen Dinger, nee, nee, nee. So, wie sieht denn das hier aus? Ich muss gleich noch ein bisschen Gewicht verlieren. Erstmal gucken wir uns die Hose an. Ja, die scheint schon sehr gut zu sein. Diese ganzen komischen Röcke hier, die kommen überhaupt nicht in Frage. Okay, da muss ich jetzt hier noch ein bisschen Gewicht loswerden. Was gar nicht mal so einfach ist. Söldnerstulpen. Hier haben wir fast gar keine Resistenzen. Das ist alles zu schwer. So, hier geht's weiter. Zaubererhandschuhe. Die sind noch besser. Okay. Das ist gegen Dunkel und Feuer schon ziemlich gut. Dann schauen wir noch mal auf den Ring. So, Seelen sind zwar immer geil, aber ich werde das auch noch mal besser machen und dann können wir hier sogar nee, knapp nicht. Ist okay, kommt her, wir wollen mal nicht kleinlich werden. Ich hoffe, diese Spacks da vorne haben mich eben nicht zur Kenntnis genommen. Einer reicht. Trefft den irgendwie nicht. Okay. Was viel wichtiger ist, kann ich hier irgendwo wen beschwören? Der Typ mit dem Kreuz ist glücklicherweise mir nicht hinterhergekommen. Ist hier irgendwo so eine Schrift? Lasst hier bitte irgendwo so eine Schrift sein. Irgendwo in der Ecke. Irgendjemand? Nein. Doch, hier. Okay, er mal wieder mit seiner Piekswaffe. Finde ich ziemlich cool, weil der hat mir echt geholfen letztes Mal. So, du lässt mal bitte meinen Kumpel hier in Frieden. Tschüss, Tech Team. Ja, okay. Gut, dann wollen wir mal. Diesmal keine Experimente. Okay, der kann irgendeine fiese Greifattacke machen. Oh, wie viel Ausdauer hast du denn noch, Mann? Scheiße! Der andere Typ, der kann sich irgendwie heilen. Das ist ziemlich geil. Und ich kann den Typen staggern, wenn er den Blutungseffekt voll hat. Das war nicht geplant, ich sehe nichts mehr. Geistige Notiz, nächstes Mal wegbleiben von sowas.
Das hat er sich geteilt, das ist überhaupt nicht gut. Okay, der andere trinkt wenigstens auch Estus. Ah, weg. Ausdauer. Nicht zu gierig werden. Rollen. Rollen, 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 rollen. Saufen. Ah, komm, trink deinen Estus. Ich tanke hier soweit. Uiuiui, Tiffy. Nein, warum trinkst du keinen Estus? Okay, jetzt ist da Geschichte. Mir geht langsam die Ausdauer aus. Du Scheiße! Da bin ich leider nicht mehr weggekommen. Stirb, du Sau! Hohe Priester Sullivan. Okay, ich muss zugeben, Easy Mode mit, ihr wisst schon, mit dem Gehilfen dabei. Aber Tod ist tot. Ich stehe noch und er nicht mehr. Hehehe. Reisen, Feuerband schreien, Seelen in Sicherheit bringen, Seele checken, was wir dafür bekommen. Und dann gucken wir mal. Also eben am Ende, ne? Hätte der nochmal so eine Explosion oder irgend so einen Mist gemacht, dann wäre ich Geschichte gewesen. Also uiuiuiui. Aufsteigen. Ja, bitte, 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 bitte. Reicht? Nein. 25.000, 26.000. Das ist sehr gut, weil... Quatsch mal nicht so viel, Alter. Da können wir nämlich hier ein so ein Ding benutzen. Kling! Welcome, Speak. So, und wir möchten jetzt mehr Schaden machen. Jawohl. Jetzt frage ich mich gerade. Ist das so einer gewesen? Nee, Aldrich hieß der nicht. Ah. Hallo. Da. Gottloses Großschwert. Klingt so, als würde ich das haben wollen. Das Zeremonieschwert in Hohepriester Sullivans rechter Hand präsentiert die gottlose Flamme. Einst, als Sullivan noch ein junger Zauberer war, entdeckte er unter einer fernen Tundra in Irisil die gottlose Hauptstadt und eine unvergängliche Flamme. Von da an brannte ein Verlangen in ihm. Fertigkeit, gottlose Flamme. Beschwört kurzzeitig die gottlose Flamme. Stößt vor und führt mit einem flammenumhüllten Schwert einen schweren Angriff aus. Okay. Oder das Zeremonieschwert in Sullivans linker Hand. Repräsentiert das Urteil des Mondes, obwohl seine magischen Kräfte der Zauberei näher sind als dem Mond. Seine tiefblaue Farbe ist dunkler als der Mond und zeigt Sullivans wahre Natur. Urteilshaltung. Gut, das hier ist eine Waffe, wo wir noch Int für brauchen würden, die auch Magieschaden macht. Ich will das Großschwert haben. Der sieht übrigens aus wie Imperator Palpatine oder so. Und er kann sprechen, ohne die Lippen zu bewegen. Das finde ich immer sehr beeindruckend, sowas.
So, habe ich gekauft. Danke. Danke. Zeig mal her den Klumpatsch. Mhm. Sieht cool aus, auf jeden Fall. Das steht mal außer Frage. Boah, ich mag solche Waffen. Okay. Checken, ob wir das upgraden können. Ich fürchte nein, weil ich die Upgrade-Steine schon ausgegeben habe für diese komische Keule oder was das war. Ja gut, einmal könnten wir es upgraden. Und das mache ich auch. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass ich die... ihr wisst schon, dass ich die anderen Dinger schon ausgegeben habe. Für diesen komischen Groß... diese Großkeule oder was das war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Für das Ding, ne? Großhammer des alten Königs. Und ich meine, ja, ist auch okay, aber es ist halt ein Hammer. Ich hätte lieber das Ding hier noch höher. Aber es könnte hinhauen. Einfach ausprobieren. Immerhin sehen wir jetzt aus wie ein Mann hier. Bis auf die Krone. Die sieht aus wie Gammel. Also das Ding finde ich noch am geilsten, aber es ist leider ein bisschen schwer. Sowas hier finde ich auch nicht schlecht. Ja, das ist optisch schon ganz okay. Kann ich mitleben. Sagen wir es mal so. Reisen. Hohepriester Sudivan. Gehen wir da eben noch mal gucken. Ich weiß, meine angepeilte Folgenlänge von circa einer halben Stunde ist gleich erreicht, aber ich bin einfach neugierig. Ich will hier noch mal kurz gucken, ob es hier was zu gucken gibt. Nee, das sieht nicht so aus. Das sieht ja eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, überall nicht so aus. Ich habe halt nur die Hoffnung, dass man jetzt hier irgendwie noch eine Rüstung looten kann oder es noch irgendwas gibt. Was ist das denn? Vorrichtung bewegt sich nicht. Ist das auf der anderen Seite auch gewesen? Und was für eine Vorrichtung? Ist das ein Falltor? Oder ist damit dann die Tür da hinten gemeint? Oder ist das hier ein Fahrstuhl irgendwie in irgendeiner Art und Weise? Ich höre hier irgendwie ein Trapsen übrigens. Hier ist kein Hebel. Alter, ich will wissen, wozu der Hebel gut ist. Naja. Doch, da läuft einer. Oder ist das die Fackel, die brennt? Das wird das Leuchtfeuer sein, okay. Ja, man muss ja alles genau angucken. Ah, da ist nichts. Ich will einfach nur sehen, wo es hier hingeht, bevor ich jetzt Pause mache. Das sieht cool aus. Hallo!
erstmal auf, was wir jetzt machen. 28 Stunden, meine Güte. Der Splash-Screen, der blendet total. Fortfahren. Weil das Ding, das holen wir uns direkt. Sauber. Gut. So, die hätten wir. Ich bin aus der... Oh. Oh, Freitod. Nee. Große Titanitscherbe ist okay. Dann andere Richtung. War hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Dort wächst eine einsame Blume. Ah, sieht hübsch aus. Na, hier ist sonst nichts. Dann müssen wir hier hoch. Das sieht ziemlich cool aus. Ey, ich will den Loot haben. Na gut, vielleicht später. Ach, hallo. Ich trau der Sache noch nicht. Irgendwer von denen grunzt. Wie kommt man denn da oben hin? Hm. Oh, da vorne stehen Leute. Na, okay. Erstmal gucken wir uns hier um. Da hinten ist irgend so ein Geist wieder. Ach du Scheiße, wie viele Wege gibt's denn hier? Wisst ihr, wie das aussieht? Das sieht aus wie Anor Londo. Und das ist die garstige Schräge, die man hochgelaufen ist zu den Rittern. Oh Gott. Nur mal angenommen, das sieht nicht nur aus wie Anor Londo, sondern ist Anor Londo. Dann hätte ich jetzt gerne, da hinten ist eine Echse... Huch, das wollte ich nicht. Ah! Wie cool! Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das ist also unser Shortcut. Okay. Die sind unheimlich. Und dann gucken wir erstmal, was es hier so gibt. Zum Beispiel hier. Ich mache jetzt mal ein bisschen länger die Folge. Habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt, aber jetzt bin ich schon wieder heiß. Hallo? Simpler Edelstein. Oh, was macht man denn damit? Durch Wirken, um simple Waffen herzustellen. Es soll bei den Minderbemittelten ein Objekt der Begierde sein. Beim Durchwirken benutzen, um simple Waffen herzustellen. Simple Waffen verursachen Magieschaden und stellen FP sehr langsam wieder her, um auch dem größten Einfallspinsel etwas Mut einzuflößen.
ich lasse das mal so im Raum stehen. Das sieht hier übrigens sehr, sehr, sehr hübsch aus. Ist das da unten das, wo ich eben gewesen bin? Ja, da bin ich rausgegangen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass das so hübsch war. Okay. Gut. Gut, gut. Okay. Oh Gott, hier gibt es so viel zu entdecken. Kann man da oben eigentlich rübergehen? Sieht fast so aus, ne? Man kann, natürlich. Praise the sun, bro. Mimik. Das ist eine Mimik. Zwei Hand und bam. Stößchen. Oh, ich bin gerade ein bisschen unfähig. Alter Schwede. Oh nee. Episch. Episch. Okay. Okay, okay, okay. Die Folge wird definitiv etwas länger dauern. So, Waffe. Muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Moment mal. 188. Also das Ding, das macht auch noch mehr Schaden. Augenblicklich zumindest. Bleiben wir einfach erstmal hier bei dem Ding. Weil mit dem kann ich mittlerweile umgehen. Da weiß ich, wie das mit der Ausdauer aussieht. Jetzt hätten wir schon wieder Potenzial, uns irgendwas Cooles auf den Kopf zu setzen. So. Ich bin mal sehr gespannt, was da drin ist. Goldener Ritual Speer klingt nicht so, als würde ich den benutzen wollen. Oder können. Ach du lieber Himmel. Von Sullivans Ernennung zum Hohepriester wurde dieser Ritualspeer Fissermondrittern verliehen. Kann auch als Zauberstab verwendet werden. Okay, das ist eine ziemlich geile Waffe, wenn man denn Zauberer ist und die anderen Stats erfüllt. Dann kann man nämlich gleichzeitig noch Melee kämpfen damit. Für uns allerdings eher ungeeignet. So, und ich würde mal sagen, das hier ist the way to go. Ah, shit, ich wollte noch rollen. Der sieht aus wie der Imperator. Hat der rote Augen? Das hat bei dem offensichtlich nichts zu bedeuten. Der klang einzigartig.
Was für ein Scheiß hier. Mal, wie viel sind denn von denen hier eigentlich? Ich hoffe echt, dass die einzigartig sind. Zumindest klingt es so. Deiner Scheißer, du. So, habt ihr hier irgendwas versteckt? Außer unheimliche Geräusche, die ich hier höre. Ach, der Riese, den habe ich... Oh. Den Riesen, den habe ich ganz vergessen. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass ich hier gleich Besuch bekomme. Natürlich lässt sich das nicht von dieser Seite öffnen. Dieses Item, ne? Ihr erinnert euch, wo man da irgendwo so runterspringen konnte. Das haben wir jetzt auch irgendwie total aus dem Auge verloren. Das muss da... Ah, da hinten. Haha. Nur die große Frage, ob man da hinkommt. Ja, das scheint relativ einfach zu sein. Auch eindeutig. Große Titanitscherbe hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. So, die beiden Freaks. Einer steht da hinten, der Keulenklaus. Wir werden uns das mal angucken. Ach, guck mal. Hä? Was war denn das? Ein Stück Holz? Das sah gut aus. Okay, die kommen auf jeden Fall zu zweit. Unfair. Der sieht ziemlich cool aus. Der sieht fast aus wie ein echter Mensch. Okay, der war jetzt nicht ganz so schlimm. Drang Doppelspeer. Seele eines Kampfesmüden. Hast du nicht gesehen. Erst hier lang. Diese komischen Geisteraugen oder was das hier war. Was ist das für ein Ding? Dunkelschadensminderung, okay. Den hätte man sich dann tatsächlich anziehen können gegen die beiden hier. Wobei ich scheine ziemlich gute Schadensminderung gegen Dunkel gerade angehabt zu haben. Okay, dann machen wir mal den Eiermann. Klingelingeling. Okay, irgendeiner da hinten. Deine Kette hat gewackelt. Junge, ich weiß nicht, ob du wusstest.
Das war schon fast zu einfach. Kleine Scherbe. Der hier noch. Oh Gott, nicht stampfen. Bist du tot? Ja. Noch eine kleine Scherbe und eine Blut. Okay. Nehmen wir alles gerne mit. Oh, hier liegt was. Große Titanitscherbe. Noch irgendwas hier in den Ecken vielleicht? Ja, nein, danke. Nee, 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 nee. Okay. Hier vielleicht noch irgendein unsichtbarer Mob. Irgendwas, Häschen. Nee, auch nicht, auch nicht. Okay. Damit scheinen wir hier alles abgegrast zu haben. Kling, das war mein Telefon. Kann ich jetzt aber nicht gucken. Hier geht es auf beiden Seiten gleich rauf. Also einmal geht es hier in so ein Häuslein rein. Ich gucke erst in die Ecken. Wo sind wir denn hier gelandet eigentlich? Alter Schwede. Also mit der Levelbegrenzung haben sie sich ja aber nicht wirklich Mühe gegeben. Meine Meinung zumindest. Uiuiui. Von wo kam das denn? Von da. Ah, okay. Kannst mich mal. Ich bin noch neugierig. War ich hier oben schon? Ja, ne? Ich glaube, hier war ich schon. Aber ich kann mich nicht erinnern. Hier waren die ganzen feuerschmeißenden Mogel. Genau, das war die Tür, die nicht aufging. Alle Klärchen. Dann bleibt ja nur noch... Oh Gott, ich habe 27.000 Seelen. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich ziehe jetzt mal wieder so einen Ring der Opferung an. Einfach so, falls irgendwas total Bescheuertes passiert. Weil die Seelen, die... Oh. Die hätte ich gerne behalten. Na, schaut mal, was wir da haben. Nee. Das ist nicht euer Ernst. Also da das hier so versteckt ist, ne? Gehe ich davon aus, dass das nicht wichtig ist, dass das optional ist. Und ich muss meinen Ring der Opferung jetzt auch nicht so leichtfertig wegschmeißen, bin ich der Meinung. Ich hätte gerne einen kürzeren Weg zum Leuchtfeuer zurück, beziehungsweise überhaupt mal gewusst, wo ein eben solches überhaupt ist, außer in diesem Hauptraum, wo ich war. Da könnte ich nach oben gehen, wahrscheinlich. Loot! Ritter? Nein. Titanitschuppe, yay! Und da hinten sind viele Items. Und da oben stehen sie schon alle, die blöden Facker, und wollen auf mich schießen.
Ja, das habt ihr euch so gedacht. Also ich kann da drüben hoch, da ist ein Ritter, da liegt auch irgendwas unter der Brücke. Ich kann auch da hoch. Kommt her, wir gehen da drüben hoch. Da, wo der Typ steht. Hui! Ah, sehr schön. Genau deswegen sind wir hier lang gegangen. Natürlich. So, da steht einer hinter mir. Schade, dass du nicht runtergeflogen bist. Aber schön, dass du so artig umgefallen bist. Kleine Scherbe mal zwei. Huhuhu, Anolondo 2.0. Ah, die Waffe, die wir hier haben, ist der Knaller. Vor allem staggert die jetzt auch mal vernünftig. Silberritterrüstung und Klimbim. Geil. Die ist so richtig schwer und so richtig geil. Und wir können die sogar tragen, indem wir hier so ein bisschen abspecken. So. Ja. Und wisst ihr was? Mehr Heilung brauchen wir gerade nicht. Wir nehmen noch mehr Seelen mit. Läuft. So, und jetzt. Ich weiß, dass da hinten irgendwo noch einer steht. Aber. War das hier? Ja. Asche eines Ostländers. Ach, hier war eine Treppe. Toll. So, da vorne müssen wir gleich auch noch runter. Ich höre da irgendwen. Oder ist der das alleine? Nein, 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 ich will nicht. Ich will nicht. Ich will hier weg. Oh, das gibt's doch nicht. Warum bin ich denn da nicht weggekommen? Oh, wegen der scheiß Kante. Leck mich am Arsch. Jetzt sag nicht, ich habe den Ring der Opferung eben ausgezogen. Nein, okay. Uiuiuiui, Tiffy. Okay, das war aber auch einfach, das war doof. Ich habe mir den Weg hin nicht richtig gemerkt. Ich dachte, hinter mir wäre frei und ich habe mich gewundert, verdammte Axt, ich konnte nicht nach vorne weg wegen dem Ritter, ich konnte nicht nach hinten weg, ich konnte nicht zuhauen. Oh Mann. So, komm her, du. Ich möchte noch mehr Bums haben. Und wir brauchen 27.500. Wie sieht denn das aus mit... So, was können wir jetzt hier mal wieder anziehen? Ja, ruhig den da. 27.000 irgendwas. Was bringt denn ein so ein Ding? 5.000! Ernsthaft? So, jetzt fehlen mir irgendwie... Wie viel? So, 26.000 haben wir. Ich brauche 1.500. Okay. Ach, wisst ihr, scheiß was drauf. Ich dachte gerade, kommt ja, ich gehe mal eben Mobs kloppen. Also Unsinn. Her mit der Kohle. Ja, bück dich. Ah, die Schritte sind noch ordentlich mit der Schadenzunahme, auf jeden Fall. Ja, danke dir. So, jetzt haben wir noch 3.500.
Ah, Schattenasche hergeben, Asche eines Ostländers hergeben. Verlassen. Ja, komm her, komm her, komm her. Kaufen. So, was haben wir denn hier alles so? Magieschadensminderung erhöht vorübergehend sämtliche Resistenzen. Davon hätte ich ganz gerne einen im Gepäck. Einfach so für den Fall der Fälle. Jetzt hat sie hiervon wieder ein bisschen mehr. Dann nehmen wir mal beide von mit. Oh, große Titanitscherben. Okay. Giftrapier. Große Titanit-Dinger. Jawohl. Und jetzt fehlt mir die Kohle. Das ist aber okay. Also irgendwann ist auch mal Schluss hier. Ach so, der komische Gammler. Ist der wieder da? Dieser Dieb? Der muss hier drüben sitzen, wenn... Nee, der ist leider nicht wieder da. Schade. Marmelade. Hui! So, dann reisen wir mal wieder dahin. Und das nächste Mal werde ich wahrscheinlich in dieses Loch klettern und diese komischen... dieses Viech da unten in dem... ihr wisst schon, in dem Loch mit dem Wasser da angucken. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. War eine lange Folge und ich hoffe, ihr schaut nächstes Mal auch wieder rein, wenn wir hier Dark Souls 3 zocken. Bis dann.